New intelligence. Friendly forces near the Covenant outpost have sighted a high-value target. An elite zealot, in fact. A zealot? We're onto something big, Commander. Eyes on the prize, Noble. Take out that zealot if you get the chance. But keep moving toward the spires. Ja, wieder ein Zelot, wie es scheint. Ein Zelot. Den werden wir uns mal schnappen. Warum? Achso. Was willst du eigentlich jetzt von da oben? Hallo? Wen hältst du dich? So. Mir geht die DMA-Munition aus. Ein Zelot. Ja, wir werden uns den schnappen. Gehe ich jetzt mal fest von aus. Ich habe nur noch den Nate Launcher. Dann werden wir vielleicht auch gegen den Zelot verwenden können. Komm, komm, Katze dran. Ganz ruhig. Du musst dich doch nicht immer. Und wir hätten dich retten können. Wir hätten doch über alles reden können. Habe ich das damit geputscht? Wow. Explosive Mischung. Was haben wir hier? Fällt mir schon eher als ein Plasmagewehr, ehrlich gesagt. Hallo. Und wer bist du? Ein Tank von einem Grunt. So. Wir gehen jetzt halt eben rum. Und werden diesmal nicht gestackt, bitte. Gut, war auch keine Elite, muss man dazu mal sagen. Als nur ein Grunt. Oh, ein Needle Rifle, das gefällt mir noch besser. Oh, er explodiert immer noch. So, und wir auch. Cool. Jetzt sind hier längs. Oh, ist ein bisschen verrostet hier alles schon, ne? Okay. Ne, wir gehen mal lieber erstmal weiter hier hoch. Sieht irgendwie ein bisschen billig aus, ne, wie du da sitzt. Zack! Genauso mag ich das mit den Nate Launcher. Schilde weg, bam. Headshot, fertig. Schießt denn hier schon wieder mit dem Race hier rum? Fällt mir nicht so weiß. Mag das nicht. Das geht eigentlich in Süden mal wieder da. Ja, aber ich habe die Marines. Die Marines sind jetzt meine neuen Freunde. Wir brauchen schon Spartans. Weiter geht's. Das ist der Zelot. Ja, gestackt. Und wir haben jetzt hier. Und jetzt müssen wir erstmal gucken, dass wir nicht selber noch drauf gehen. Impressive, ja. Hättest du mir mal vorher mal sagen sollen, ne? War das überhaupt hier auf den Zeloten bezogen oder auf andere Dinge? Hm? Und hier gibt es auch noch so einen fancy Nebenraum. No. Oh nein, hier ist ein toter Marine. Und irgendein toter Random. So. Okay. Aus Prinzip möchte ich jetzt einfach nochmal Folgendes machen. Ja. Moment. Ja. Dann geht mir das nicht kaputt. Oh. Einfach, weil es cool ist. Hallo, Freunde. Seid ihr hier am Chillen oder was? No, we just hang around to bed downtown. So. Zack, zack, zack. Grunts weg. Was? Man kann aber auch gerne mal aggressiver machen. Wir haben ja schon wieder mal gelootet, wenn uns gefällt. Ah, ist auch so eine fancy Brille, also. Cool. Scheint in zu sein. Cool. Zu der Zeit, ne? Oder er ist natürlich ein Hipster. Ein moderner Hipster. Wer kennt sie nicht? Was bist du denn? Oh. Ein Plasmawerfer. Plasma-Launcher. Plasma-Launcher. Sorry. So. Ist eigentlich auch ganz cool. Ja. Ich will eigentlich heute das genau, dass die reinsteigen. Einfach nur, um das zu zeigen. So. Ich bitte doch darum, dass wir den anderen. Okay, er ist weggefahren. Dann nehmen wir den Revenant. Kommt jetzt hier noch irgendwas nach? So irgendjemand, den wir dann als Beifahrer verwenden können? Das brauchen wir. Hallo? Jetzt ist auch irgendwas so geblieben, wo keiner weiß wo, ne? Aber ist okay.
Dann war es ja auch nicht. Wir haben ja unseren Revenant. Und, ja. Ne? Da stecken wir halt einfach den Rest unseres Lebens jetzt in materielle Besitztümer. Wie zum Beispiel diesen Revenant. Das ist quasi unser Porsche. Freunde, das fand ich schon immer ein bisschen doof, weil der Revenant einfach kaum Damage hat. Habe ich so das Gefühl. Vor allem gegen Schild hier. Guckt euch das doch mal an. Der sollte direkt One-Shot sein, wenn ich den direkt in die Hilfe gebe. Und hier sollte der gestorben sein. Die einmal 20 mal treffen. So. Okay. Freunde, jetzt habe ich einen Kratzer im Lack. Das geht doch nicht. Oh, wir haben den sogar perfekt getroffen eigentlich, aber natürlich hat der Schakal ein Schild. Was soll denn das? Warum sterben die denn alle nicht? Naja, Revenant ist wirklich nicht so gut. Okay, da ist ein Race. Wir werden es dieses Mal mit ihm aufnehmen. Aber jetzt noch nicht. So, jetzt. Sag mal so, wenn wir einmal getroffen werden, sind wir glaube ich tot. Und das ist schlecht. Wir könnten natürlich auch den Plasmawerfer benutzen, aber ich glaube, weiß ich jetzt noch nicht so. Ob das so ein guter Plan ist, also wenn wir dann aussteigen und dann nicht mehr so eine große Bewegungsfreiheit haben. Quasi. Chill mal! Ist das Kater oder was? Der jetzt so Druck macht. Der Druck ist immer da, der Druck ist sehr wichtig. Aber er ist immer da. Ist jetzt sonst noch irgendein Schüssel? Oh, da ist noch ein Race. Nee, nee, den machen wir aber jetzt nicht da. Wir fahren da hoch, weil wir ganz zu cool sind. Fuck, klappt natürlich nicht. Hier vielleicht. Dann. Fusch nicht. Oh, fuck. Dann halt anders. Scheiße. Okay. Dann müssen wir ihn halt doch jetzt holen. Fuck you. Gehen voll offensive rein. Ich sehe, wie er immer noch nicht kaputt ist, oder? Nein. Dann müssen wir halt den Rest mit dem Dings machen jetzt schnell. Okay, und jetzt holen wir uns noch die Infanterie hier. Elite, Freund. Freund, ich meine, du musst jetzt nicht unbedingt jeden Schuss ausweichen, ne? Wir wissen schon, dass das dein Job ist, so. Aber. Ja, man kann es auch übertreiben. Man sollte sich auch nicht immer zu viel auf die Arbeit konzentrieren, ne? Muss auch sein Privatleben nutzen. Fuck, da sind Jäger. Gut, Jäger vs. Revenant. Mal gucken, wer gewinnt. Bekannt ist, der Revenant macht keinen Damage. Bekannt ist auch, wir haben zwei Jäger. Und Fakt ist, wir haben quasi Plasma. Ne? Links hier. Und ich werde getroffen. Fuck. Und ich fahre immer genau rein dann. Was soll denn das? Okay, der eine ist tot. Wenn den anderen jetzt einfach so zuspammen, dass er gar nicht mehr richtig schießen kann. Hier. Ah ja, er hat immerhin mal schön ausgewichen jetzt hier. Jetzt geh nicht darum, Alter. Tu mir das nicht an. Und das kann ich ja jetzt gar nicht gebrauchen, Freunde. Drohnen. Ich muss jetzt erstmal. Weißt du, dann kommen die wieder. Pisst euch. So, da war noch eine, das war noch eine, oder? Wenn ich jetzt wieder hier einsteige, ne, und dann wieder eine daraus geschissen kommt. Letzten Schmeißfliegen, ne? Da oben ist er. Zieht er sich. Zieht sich der Jäger? Geh schön weg. Erstmal ernsthaft in das Gebäude zurück, ne? Die Macken. Geh mir nicht auf den Keks jetzt hier. So.
jetzt down oder ist er da einfach ganz in der Ecke? Boah, war das knapp. Alter. Und schon wieder. Na also, es geht doch. Mensch, war das jetzt eine lange Tortur. Alter Vater. So. Oh nein, ich muss den Revenant saven. Fuck you. Nein, nein, das tickt gar nicht. Oh, ist doch alles gut. Alles safe. Ich weiß gar nicht, was euer Problem ist. So. Natürlich kommt da jetzt noch mehr. Ja, ja, lass mich in Ruhe. Verpiss dich schön, danke. Revenant, ich mag, keine Ahnung, ich mag den, der ist schon schnell und smooth, aber das Geschütz ist halt irgendwie so ein bisschen. So. So. Okay. Sieht ja schon mal ganz gut aus. Oh. Oh, wir fliegen. Eine kleine Spritztour. Sichern Sie die Landzone. Ja, ist gesichert. George! George, ich hab dich vermisst. Ich hab mit Kate Schluss gemacht und es ist voll viel Schiss passiert und ich muss dir voll viel erzählen und so. Mein Leben ist gerade irgendwie voll kacke. Und ja. The Spire. Eine ziemlich coole Sequenz, finde ich. Also, auch wenn sie sehr gescriptet ist, aber dennoch ganz cool. Und George chillt da vor allem, da müssen wir drauf achten und macht einfach gar nichts. Habe ich mich mit Absicht auf die rechte Seite gesetzt? Ich bin mir nicht ganz sicher. Wir haben jetzt hier quasi so einen fancy Super Nade Launcher als Geschütz des Falcons. Und können damit oder müssen damit jetzt krass hier alles down machen. Weil sonst sieht es ganz schlecht für uns aus. Ich weiß gar nicht mehr. Auf Legendär ist diese Stelle hier auch hart. Aber ich glaube, auf Heldenhaft geht's. Ich hoffe nicht, dass wir jetzt sterben. Also wir können halt ohne Ende spammen, so, ne? Aber es ist halt trotzdem schon ein harter Beschuss hier, den wir hier ertragen müssen. Vor allem sind die Flugkünste des Piloten, was auch immer er sonst so treibt, außer Pilot zu sein, nicht die allergrößten. Weil er irgendwie ziemlich langsam ist. Oh, ich glaube, das war es jetzt schon, ne? Ah. Okay. Dann mach einen, dann wollen wir den mal gut machen. Ich hab da nicht umsonst so ein fettes Geschütz, ne? Hast du Schilde? Ach, komm, einfach durch. Ja. Easy. Fuck! Bin schon dabei, Tosh! Fuck! Oh, goddammit! Können wir nicht einmal safe landen, Freunde? Nicht einmal. Ist das stressig? Ich werde echt alt. Bin zu alt für so einen Scheiß. Okay. Jetzt zeige ich dir, George. Du bist ja noch ein bisschen älter als ich.